So, dann sollte ich eigentlich alles haben. Diesmal kriegen wir das fertig. Ich weiß, es ist ja nur noch eine Frage, ne? Das sollte ja echt machbar sein. So, gucken wir noch mal rein. Andy, Logan. Guck mal, ich gehe jetzt einfach noch mal von hinten durch. So, ich muss erst mal starten. So. Er schießt ihn. So. Und da hebt er die Waffe auf, weil Logan hatte die ja auf den Boden geschmissen. So. Gehen wir zurück, weil das müsste jetzt eigentlich der Punkt kommen, wo genau Dylan und Logan. Yes. So. Zu diesem Zeitpunkt sollte ja dann eigentlich Logan die Waffe rausgenommen haben? Oder warte mal. Er hatte doch einen. Hatte der eine? Wobei, nee, der hatte ja Sport gemacht. Das heißt, er muss die ja irgendwo rausgenommen haben. So, genau, der hat Sport gemacht, ist dann an sein Locker gegangen, hat sich dann wahrscheinlich umgezogen und die Waffe auch mitgenommen. So, das heißt, die ist jetzt aktuell in dem linken Schrank. Und dadurch, dass AD ja eigentlich nicht funktioniert hat, muss ja noch irgendwer dazwischen gewesen sein. Warte mal. Help yourself. Okay. Lock it. Was ist das Geräusch? Jetzt geht's natürlich nicht mehr. Lock it three. Das heißt, der war dann vorher noch mal dran. Das heißt, warte mal, den können wir eigentlich nochmal dazwischen packen. Plus Andy. Wo ist denn der? Können nicht mal alphabetisch da. Alphabetisch sortiert sein, das wäre super. Help yourself. So. Das heißt, Andy war vorher nochmal da. Bin. Aber der macht da nichts, ne? Also ich habe da jetzt nichts gehört wie bei Andy. Okay, warte mal. Was hatte der Typ noch gleich gesagt? Das ist schon wieder eine Woche her. Der hatte doch irgendwem die Waffe gegeben. War, glaube ich, wo. Big D? John? Genau, da an der Stelle war das, glaube ich. Jeez, it's a fucking pancake. Okay, let's see. What's John doing? Shit, I forgot to give him his prop gun. How could you have let this slip? Crap, my mind was on giving Andy his gun. I forgot. Andy. Okay. Ich meine, wenn der die bekommen hat, dann würde das soweit Sinn machen, dass er sagt, er hat Andy seine Waffe gegeben, er hatte aber die richtige Waffe in der Hand. Dann hat er die, weil man hatte was gehört, bei Logan hat man nichts gehört. Er hat das reingesetzt. Oder gehe ich jetzt mal von aus, dass er das links reingesetzt hat, dann hat Logan die mitgenommen, auf den Boden geschmissen und dann hat Andy die wieder aufgenommen. Aber wieso hat er die links reingelegt? Forgot about John. Wieso würde der das links reinlegen? Ich meine, er ist halt sehr zielstrebig einfach nach links reingegangen, ne?
Oder er wollte sie vielleicht später wieder rausholen, wer weiß. Es klingt halt so ein bisschen, wobei er kann das ja nicht wissen, der Andy. Also ich glaube halt nicht, dass der wusste, dass das eine scharfe Waffe ist. Aber er müsste das eigentlich wissen. Vielleicht hat er ja was gegen Big D. Irgendwie wegen der Geschichte, die da angefangen haben oder sowas. Ja, ich gucke einfach mal. Wenn das nicht klappt, dann packe ich nochmal Logan dazwischen. Ich meine, das macht für mich jetzt auch nicht so viel mehr Sinn. Aber auch nicht viel weniger. ja. Yay! Verdammt, das geht. Das hätte ich aber auch noch beim letzten Mal hinbekriegt. Aber da hatte ich irgendwie das mit Annie nicht gesehen. Ich glaube, manchmal braucht man einfach eine Pause dazwischen. Okay, also hat er es wirklich direkt an Andy gegeben. Ja. So ist der extra nochmal links rüber. Das verstehe ich nicht. Logan ist genommen. Aber hat der nur die Waffe geholt? Not so fast. Kann sein, dass er natürlich irgendwas vorhatte, ne? Also als der Charakter. Kick it away. Das waren ja die waren ja relativ offensichtlich, die Dinge. Interesting. Then someone used the director to commit the murder. What? Kann das nicht einfach der Director gewesen sein? Hä? Also, hä? Irgendwie, das wirkt ein bisschen so, als wäre es, wie sag ich das, ein bisschen abgebrochen worden? Oder so? Weird. Ha. Also hier das, ne? Die Stimme am Ende. Also es ist. Das sind sehr kurze Credits. Ich finde das eigentlich total cool, dass das von so einem kleinen Team gemacht wurde, ne? Find ich super.